Jetzt habe ich nur noch eine Ecke vergessen gehabt. Und zwar durch das Zurücksetzen der Seitenwände, damit wir später mal Regenrinnen und so Zeug unterbringen können auf den Seitenwänden, gibt es bei Innenkurven eine Lücke. Also wenn nicht so eine Außenecke ist wie bei dem Viereck, sondern wenn man in eine Innenecke reinschaut. Ich baue mal eine auf. Ach, Rotation ist noch auf dem 3D-Cursor in der Mitte, aber das kriegen wir schon hingeschoben. So, mal schnell da rüberschieben. Wenn wir die zwei Seitenwände jetzt aneinander dran setzen und uns das genau angucken, dann sehen wir, dass da eine Lücke ist, weil die eigentlichen Seitenwände ein bisschen nach hinten gesetzt sind, vom 2-Meter-Raster weg, 10 cm nach hinten. Also müssen wir gucken, dass wir dieses Loch da füllen. Und dazu nehme ich, damit es am besten passt, genau die Kanten, die ich da stopfen will. Jetzt nehme ich die zwei Seitenwände, markiere beide und versuche die miteinander zu verschmelzen. Object Join, irgendwo da oben. Da sind wir. Schnell gucken, Ctrl J, ja, da. Und das sind jetzt, aus diesen zwei Objekten wird jetzt eins. Das heißt, wir können die auch Punkte aus beiden Objekten selektieren, wie zum Beispiel den und den, und mit F mit einer Linie verbinden. Oder das ganze Dreieck nehmen und mit F verbinden. Hier unten das Viereck können wir auch nehmen. Diese senkrechte Viereck machen wir jetzt noch schnell zu. Und da unten das Dreieck. Dann haben wir da unten noch eine Fläche bestehend aus einem kleinen Dreieck und einem großen Viereck. Dann müssen wir das große Viereck noch schnappen. Da. Und dann haben wir da unten wahrscheinlich noch ein kleines Dreieck übersehen. Ja. So passt es da dran. So mit F füllen. So, und jetzt haben wir eigentlich diese Ecke schon gemacht, aber die Seitenwände, die brauchen wir ja nicht. Die haben wir ja getrennt modelliert. Also nehmen wir da jetzt mal das B für dieses Border Select, löschen das Ganze, nehmen die andere Seite des B, das Border Select löschen auch. Und das, was übrig bleibt, ist jetzt unsere Ecke. Ich lasse die einzelnen Linien mal da stehen, weil ich da vielleicht noch ein bisschen die Kanten abrunden will. Das packe ich jetzt noch in die Liste meiner einzelnen Würfel. Am besten ganz rechts neben die Fläche, dass ich das auch wiederfinde. Das sieht man ein bisschen schwer. Gut, dass ich den Mittelpunkt sehe, um den ich das Ganze drehen will. Das ist der kleine blaue Punkt. So, und da ist es jetzt in der Reihe meiner Modelle. Jetzt kann ich das eigentlich wieder speichern. Zur Sicherheit speichere ich das dann gleich auch wieder über den anderen drüber. Hier noch eins erhöhen, speichern und dann sind wir schon wieder fertig.